Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrersports und willkommen zurück zu World of Tanks, zum Schwarzmarkt, zum Black Market. Was hat uns da Wargaming für die nächsten Tage ins Spiel gebracht? Worum geht's hier? Was ist das? Wie funktioniert das? Kann ich davon profitieren und ist das generell gut, was Wargaming da macht? Darum soll es in dem Video so ein bisschen gehen. Ich habe heute gemerkt im Livestream, dass viele von euch natürlich schon wissen, worum es geht, was da Phase ist, aber einige auch noch nicht so richtig wussten, was es damit auf sich hat. Deswegen so ein bisschen aufklärerisch das Video, was ist der Schwarzmarkt? Und dann auch nochmal so ein bisschen philosophiert drüber, ist das dann jetzt geil oder nicht geil, was Wargaming da macht? Wargaming hat am 23.05. diesen Artikel auf der World of Tanks Seite gelauncht mit einem Video, wo man sehen kann, dass man im Hinterhof irgendwie ganz heimlich und illegal irgendwas fürs Spiel kaufen kann. Und der Artikel selber liest sich auch irgendwie sehr komisch. Es gibt irgendwie Panzer, die aus dem Lager geklaut wurden und die jetzt irgendwie verkauft werden und Boni, die es geben soll. Also erstmal ganz kurz. Das Ganze geht vom 23.05. für 7 Tage, also eine Woche. Wenn wir mal gucken, 23.05., also bis zum 30. Mai soll die ganze Aktion wohl laufen. Worum geht's da? Wargaming verkauft für Credits oder Gold sehr, sehr seltene Panzer. Und zwar 2-mal am Tag. Einmal um 18 Uhr und einmal, Achtung festhalten, stellt euch den Wecker, einmal jeweils um 6 Uhr früh. Da wird es jeweils einen Panzer oder irgendwas zu kaufen geben oder gab es bisher. Ihr habt dann rein theoretisch 12 Stunden Zeit, euch zu überlegen, ob ihr dieses Angebot annimmt, denn dann kommt halt das nächste Angebot. Allerdings sind diese Angebote auch in ihrer Anzahl begrenzt. Und in der Regel war das jetzt so, dass diese Angebote sehr, sehr schnell vergriffen waren. Also schnell heißt, wir werden es gleich bei der einen Sache sehen, innerhalb von Minuten. Bei manchen waren es auch mal so 2 Stunden. Was gab es denn bisher zu kaufen? Also am 23.05., als es losging, um 18 Uhr zu diesem Slot, gab es den Tier 8 deutschen Premium Bulldog für 5 Millionen Credits, also nicht für Gold, sondern für Credits zu kaufen. Davon gab es 20.000 Stück und meines Wissens hat das ungefähr 2 Stunden gedauert, bis die Sache ausverkauft war. Am nächsten Morgen um 6 gab es den, wir können auch gleich mal in-game gucken, also hier sehen wir den Bulldog, den gab es als erstes. Am Freitag früh um 6 Uhr gab es die FCM 36 Pack 40. Ich suche sie gerade, ich hatte sie extra hier. Das ist dieser, ein Tier 3 Premium Franzose, den ich tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren in der Garage habe. Sehr selten, ist aber jetzt zugegebenermaßen auch nicht so mega geil. Also der hat eine super Sichtweite für seine Tierstufe und auch eine super Kanone, aber er ist megamäßig langsam. Und ganz ehrlich, wie oft will man denn Tier 3 farmen? Diesen Premium-Panzer gab es für 3,5 Millionen Credits. In meinen Augen jetzt nicht unbedingt das beste Angebot. Wer natürlich Panzer sammelt, für den ist das oder war das eine sehr gute Gelegenheit. Ich glaube, von dem Teil gab es 10.000 Stück. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, 10.000 haben sie von dem verkauft. Wie schnell der vergriffen war, weiß ich nicht, aber ich glaube auch innerhalb anderthalb von 2 Stunden. Korrigiert mich, wenn es schneller oder langsamer war. Und jetzt kommt der Oberknaller. Am Freitag um 18 Uhr konnte man einen Panzer für Gold kaufen. Und zwar für 25.000 Gold. Und dafür gab es nur 1.000 Stück auf dem europäischen Server, die verkauft wurden. Und das ist der Type 59 in Gold. Und bevor jetzt jemand anfängt mit Schreien, du bist das Conti, du hast den bestimmt von Wargaming bekommen und du wusstest, dass das ja verkauft wird. Nein, wusste ich nicht. Und ich habe den auch nicht bekommen for free, sondern ich habe ihn mir von dem Gold, was auf meinem Konto ist, selber gekauft. Wargaming hat den Contis vorab, einen Tag vorab, angekündigt, was sie ungefähr vorhaben. Im Detail aber nicht. Wir haben bis jetzt, und ich vermute auch, wir werden bis zum Ende des Events, auch keine Liste bekommen, was für Panzer verkauft werden. Also,
Ihr könnt mich trotzdem gerne kritisieren, aber ich wusste es genauso wenig wie alle anderen. Und von diesem Panzer gab es 1000 Stück und ich habe genauso hektisch geklickt wie alle anderen. Ja, Type 950 in Gold, den es bisher nur auf dem Asia-Server als Premium-Panzer gab. Ich bin jetzt einige Runden heute gefahren. Nichts Besonderes. Es ist ein Sammelpanzer, Punkt. Was gab es als nächstes? Am Samstagmorgen um 6 Uhr gab es die 6.1. Eine Premium-Artillerie auf Tier 3. Eine britische Premium-Artillerie, die ganz nett ist. Von der gab es, jetzt muss ich schwindeln, gab es von der 10.000 Stück? Ich glaube. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es nicht stimmt. Die konnte man kaufen für 500.000 Credits. Also ein sehr günstiges Angebot. Auch hier wieder der Punkt, es ist halt Tier 3. Wie oft fährt man Tier 3? Es ist im Grunde ein Sammelpanzer, aber auf jeden Fall eine Artillerie, die mal ganz witzig sein kann, weil sie AP schießt und Premium AP schießt mit mehr, also mit sehr, sehr guten Pennwert und auch die HE. Guck mal auf die Kanone. Auch die HE hat für ihre Tierstufe sehr gute Pennwerte. Ich kann euch mal zu der den AT-Alltag verlinken. Da bin ich die auch schon mal gefahren. Mit einer deutlich besseren Crew und da hat die ziemlich gerockt. Das waren die Panzer, die bis jetzt drin waren. Und jetzt natürlich noch der Panzer, der Samstag um 18 Uhr drin war. Den habe ich mir nicht gekauft. Ich zeige euch aber jetzt mal, wie man in diesen Schwarzmarkt kommt. Denn Achtung, die Angebote findet ihr nur in-game und nicht im Premium-Shop. Ihr müsst euch ins Spiel einloggen und müsst in-game in den Premium-Shop gehen. Und ihr findet das hier oben bei Nachschub. Und dann hier habt ihr dieses Schwarzmarkt-Symbol. Und hier seht ihr tatsächlich sind hier sogar noch ein paar, Sachen übrig. 20.000 gab es vom FV215B183. Am Samstag um 18 Uhr ging es los. Und ihr seht schon, für 23 Millionen Credits. Ja, kann man machen. Ich könnte mir den jetzt auch kaufen. Dann hätte ich allerdings bloß noch 10 Millionen Credits übrig. Und ich bin jetzt kein großer Tier 10-Fan. Ich habe den Stage 2, der hat die gleiche Kanone. Finde ich jetzt nicht so prall. Ich muss den Panzer jetzt aus Sammelgründen nicht unbedingt haben. Aber ist halt eine Option. Und wie gesagt, im Moment, zum Zeitpunkt der Aufnahme, gibt es tatsächlich noch 1800 Stück. Aber ihr seht auch, der Counter geht sekündlich nach unten. Dieser Panzer ist mittlerweile auch nicht mehr regulär im Spiel. Deswegen ist der auch so teuer. Der wurde letztes Jahr, war das glaube ich, entfernt. Und vorletztes Jahr, durch den Badger ersetzt. Und deswegen ist er nicht mehr regulär im Forschungsclient drinne. Oder im Forschungsbaum. Jetzt ist die Frage, was kommt als nächstes? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Panzer 4-5 kommt. Also dieser deutsche Premium Medium auf Stufe 5 mit einer Pantherwanne und einem Panzer 4-Turm. Den habe ich auch schon mal vorgestellt. Auch ein extrem seltenes Fahrzeug im Spiel. Ein Premium-Fahrzeug. Was auch kommen könnte, wäre zum Beispiel eine ISU 130. Nicht zu verwechseln mit der SU 130 PM, sondern das ist ein Tier 7 Premium-Panzer. Tier 7? Ich glaube Tier 7. Ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher. Jagdpanzer der Russen. Ansonsten, wenn man gesehen hat, hier Premium Bulldog war der erste, der im Shop ist. Der ist jetzt nicht so selten, aber ein regulärer Premium-Panzer für Ingame-Credits, das war schon ein sehr, sehr nices Angebot. Also davon könnte ich mir auch noch so ein paar Sachen vorstellen, die da nochmal kommen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Die große Frage, die sich jetzt stellt, ist das jetzt geil oder ist das nicht geil? Nun, einerseits muss man natürlich sagen, Wargaming befeuert hier die Nachfrage nach diesen Fahrzeugen. Und Phantom, ein Zuschauer und auch ein Mitglied bei mir auf dem Discord, hat das so ein bisschen als Sommerschlussverkauf betitelt. Und ja, es hat so ein Feeling. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist sehr, sehr, sehr lange her, also über 10 Jahre, glaube ich, dass ich für ein Spiel mir extra den Wecker gestellt habe, um früh um 6 ins Spiel reinzugehen, um zu gucken, ob dort was kommt, was ich unbedingt haben will.
daran sieht man einerseits so ein bisschen die Nachfrage, wie sehr man selber ans Spiel gebunden ist. Ich muss jetzt für mich zugeben, ich bin sehr ans Spiel gebunden und ich bin natürlich auch an einigen Fahrzeugen interessiert und natürlich habe ich die Gelegenheit für diesen Goldpanzer genutzt, auch wenn ich ihn jetzt gar nicht mal so geil finde, aber einfach aus Sammelgründen, dass ich ihn auf meinem Account habe. Das ist kritisch zu sehen. Also einerseits halt cool, weil man die Chance hat. Andererseits, es ist halt natürlich ein begrenztes Angebot. Ich finde es aber andererseits auch wieder geil, dass man halt solche Panzer wie den Bulldog für Credits bekommt. Das ist natürlich jetzt für Leute ganz interessant, die jetzt kein Gold kaufen oder jetzt nicht so viel Gold haben oder nicht so viel Geld ausgeben wollen. Eine super Gelegenheit, finde ich. Ob man das mit solchen Fahrzeugen machen muss, weiß ich halt nicht. Das sind halt 1000 Stück gewesen, das ist nicht wirklich viel. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Vermutlich hätte Wargaming das Zehnfache von dem verkaufen können für das Gold. Ihr merkt, ich tue mich da gerade sehr schwer, das entweder positiv oder negativ einzuordnen. Denn ich bin, muss ich zugeben, bei dieser Aktion auch selber so ein bisschen Fanboy und lass mich da auch so ein bisschen mitziehen und bin da auch immer sehr gehypt oder gespannt, was denn da in, im nächsten Slot quasi drinne ist. Vielleicht habt ihr bessere Argumente oder stichhaltigere Argumente als ich. Es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, was Wargaming da noch so verkauft. Das, was bisher drinne war, muss ich zugeben, auch in den Mengen jeweils, wie es verkauft wurde, finde ich es kein Problem. 20.000 Stück von dem Bulldog, regulärer Premium, der kommt eh immer wieder in den Shop. Ist okay. Natürlich regen die sich jetzt drüber auf, die den damals für Geld gekauft haben. Ja, verstehe ich. Aber es ist am Ende eine Wargaming-Entscheidung, kann man sehr, sehr kritisch sehen. Ich will das jetzt nicht gutheißen. Ich finde es aber auch gut, dass es die Aktion in der Hinsicht halt gibt, dass auch Leute die Chance bekommen, so einen Panzer zu bekommen, die halt kein Geld ausgeben. Kann man halt von beiden Seiten sehen. Diese homöopathische Menge von 1000 Stück von diesen Types, das ist im Prinzip nur, um den Hype anzuheizen. Und der 183, mein Gott, das ist ein regulärer Panzer, der mal im Spiel war, jetzt mittlerweile nicht mehr. Und Wargaming nutzt bei diesem Panzer, glaube ich, einfach nur die Gelegenheit, mal einiges an Credits aus dem Spiel wieder rauszunehmen. Was halt zum Beispiel durch den Frontline-Modus ja quasi die Accounts mit Credits überschwemmt werden, vorausgesetzt man spielt den. Ansonsten bei diesen Tier 3 Panzern wird die Masse eh nicht spielen. Diese Panzer werden bei den Leuten auf den Accounts langfristig einstauben und selten ausgepackt werden. Von daher muss ich zugeben, finde ich es auch eher unkritisch. Aber wie gesagt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Was ich bisher gemerkt habe, das ist jetzt nochmal so ein kleiner Fakt oder so ein vermutlicher Fakt zu dieser Aktion. Es war bisher immer so, dass um 18 Uhr zu den Slots die großen Sachen verkauft wurden. Also der Bulldog, der Type, der 183 und zu diesen Slots früh um 6 bisher immer kleine Panzer verkauft worden sind. Also die FCM 36 Pack 40 und die 6.1. Also ich vermute, da ist eine gewisse Regel dahinter. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch in den nächsten Tagen so sein wird. Wie gesagt, ich weiß nicht, was drin sein wird, was der Schwarzmarkt verkauft. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Schreibt mir doch mal bitte eure Meinung zu dieser ganzen Aktion in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was ich bei mir auf dem Discord so mitbekommen habe, die meisten von euch finden das zumindest nicht schlecht und lassen sich so ein bisschen mit anstecken von dem Hype. Von daher ziehe ich so ein bisschen den Schluss draus, dass wohl viele es neutral oder tendenziell leicht positiv sehen. Aber vielleicht gibt es auch welche von euch, die auf jeden Fall Argumente haben, die auch stichhaltig sind, warum das jetzt schlecht ist für das Spiel oder für die Community. In dem Sinne, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Wie gesagt, eure Meinungen in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.